Herzlich willkommen zu Insta Live Ausgabe Februar Teil 5 und Teil 2 unseres Winter Specials. Wer Teil 1 noch nicht gesehen haben sollte, bitte jetzt erstmal oben klicken, guckt euch erstmal Teil 1 an, da erfahrt ihr alles über mein Vorgehen während der Wintersaison, wie man Fische lokalisieren kann, wie ich genau fütter, was ich fütter und. Also klickt Teil 1 an, wer ihn noch nicht gesehen hat. Alle anderen, herzlich willkommen zum zweiten Teil Insta Live Winterspecial. Wir befinden uns in meinen heiligen Hallen. Hier entsteht das ganze Chaos, der ganze Wahnsinn rund um meine Angelei. Und ich nehme euch heute mal mit in diesem Teil, denn es gibt nicht nur Winterangeln Spezial Teil 2, wo ich euch viele, viele Fische nachher zeigen werde, auch noch auf so ein paar Details eingehen werde. Wir werden uns nochmal ganz detailliert das Hakenschleifen angucken und. Aber als allererstes werden wir mal so ein bisschen in meine Saison Vorbereitung einsteigen, denn zu diesem Thema bekomme ich auch immer wieder Fragen von euch und ich merke einfach, dass gerade bei dem einen oder anderen, der vielleicht noch nicht so tief in diesem ganzen Thema drin ist, viele offene Fragen sind. Von daher, wer jetzt der absolute Profi ist, der möge mir an dieser Stelle verzeihen, dass ich auch sehr, sehr detaillierte Angaben machen werde, aber mir ist einfach wichtig, dass man auch an jeden Einsteiger, an jeden Anfänger halt vielleicht einfach an jeden, der nicht jedes Wochenende draußen ist, so ein paar Basic-Tipps mitgibt. Und dementsprechend freue ich mich, euch jetzt in diesem Teil als allererstes mal meine Saisonvorbereitung dann zu zeigen, wie spule ich Schnur auf, Tacklebox füllen, Haken schleifen und. Ohne Ende weitere Informationen und dann gucken wir uns im nächsten Part Winterangeln Teil 2 an. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß und noch ganz wichtig, natürlich haben wir auch in dieser Ausgabe wieder ein richtig fettes Gewinnspiel für euch und ganz viel Spaß. Jetzt geht's los. Einer der für mich definitiv wichtigsten Teile meiner Saisonvorbereitung ist die Schnur. Denn es gibt geflochtene Schnüre, es gibt monophile Schnüre, es gibt Fluorcarbon-Schnüre und. Und man muss sich einfach vorher Gedanken machen, wo möchte ich dieses Jahr angeln. Und diese unterschiedlichen Schnüre haben halt einfach unterschiedliche Einsatzgebiete. Und ich gucke halt immer, natürlich ändere ich auch mal die Schnur dann halt während der Saison, aber ich möchte halt schon gucken, dass ich bei der Saisonvorbereitung schon alle möglichen Eventualitäten damit abgefangen habe. Heißt im Endeffekt, ich überlege mir die Gewässer, wo ich angeln möchte. Dann gucke ich, was habe ich da für Gegebenheiten. Heißt im Endeffekt, angel ich sehr weit raus, brauche ich eine Schnur, die kaum bis gar keine Dehnung hat, greife ich auf eine geflochtene Schnur dann zurück. Brauche ich eine geflochtene Schnur, weil ich beispielsweise viel Bootsverkehr habe, Schwimmer und, die sich gegebenenfalls absenkt. Brauche ich eine monophile Schnur, die sehr abriebsfest ist, die extrem dick ist, weil ich viele Hindernisse drin habe und. Das sind alles Sachen, auf die man seine Schnurwahl ausrichten muss und die man bei der richtigen Schnurwahl dann definitiv beachten muss. Und dann, wenn ich meine richtige Schnur für dieses Jahr oder meine richtigen Schnüre, weil ich angle ja auch immer an unterschiedlichen Gewässern, wenn ich die gefunden habe, ist es natürlich auch immer noch wichtig, denn man kann selbst beim Schnurbespulen Fehler machen. Und damit man die Schnur sehr langlebig bespult und dass man die Schnur auch richtig bespult mit wenig Drall und sie im Idealfall auch noch dann entfettet, mache ich es zum Beispiel sehr, sehr gerne so, dass ich lauwarmes Wasser in einen Eimer oder halt zu Hause direkt im Waschbecken in der Küche mache, tue einen Schuss Spüli rein, dass der mögliche Fettfilm, der sich auf der monophilen Schnur bildet, direkt von dem Spüli aufgesaugt wird oder beziehungsweise dann zersetzt wird und da drin lege ich meine Schnur für so eine gute Stunde bis zwei Stunden ein, dass sie sich richtig schön vollsaugt
Und dann nehme ich ein Zewa-Tuch und ziehe die komplette Schnur, während ich sie aufspule, durch dieses Zewa-Tuch und nehme jeglichen Fettfilm von der Schnur direkt ab. So bespule ich immer meine monophilen Schnüre. Bei meinen geflochtenen Schnüren mache ich es ganz genauso, aber ich lasse da das Spüli weg, weil je nachdem hat ja die Schnur sogar extra einen Film, dass sie halt zum Beispiel im Wasser dann neutral ist. Dadurch habe ich halt so einen leichten Auftrieb und das ist immer halt von der Schnur unterschiedlich, wie man das mit dem Spüli machen sollte. Möchte ich den Fettfilm weghaben oder halt eben nicht? Und das ist im Endeffekt so, wie ich die Schnur bespule. Dann gibt es noch ganz viele nette Helferlines hier mit einem Saugnapf. Dann kann man auch immer mal halt flexibel, weiß ich nicht, hier einfach an die Wand pinnen, zum Schnur abspulen. Denn das ist halt auch immer ein echt leidiges Thema. Heißt, ich habe meine Rolle noch voll von alter Schnur, die ich runter haben möchte, kann ich mich natürlich hinstellen und ziehe halt jeden Meter so ungefähr dann halt selber runter. Das kann bei einer Rolle, wenn ich da 400, 500 Meter Schnurfassung drauf habe, ist das natürlich eine riesen dämliche Arbeit. Und dafür gibt es halt einfach hier zwei so Helferlein, denen ich mich sehr gerne bediene. Das ist einmal ein Spulenaufsatz, den ich mir auf die Bohrmaschine drauf machen kann oder auf den Akkuschrauber. Und dann spule ich einfach die Schnur damit auf, schiebe sie nachher runter, schmeiße sie in den Müll. Das Ding gibt es von mehreren Herstellern. Diesen Hersteller, den gibt es mittlerweile leider gar nicht mehr. Und das müsst ihr einfach mal gucken, kann ich euch leider aus dem aktuellen Stand nicht sagen, wer die aktuell im Programm hat. Oder hier gibt es noch so einen klassischen elektronischen Abspuler, da fädel ich die Schnur zwischen, drück einfach drauf und die Schnur zieht sich automatisch direkt von der Rolle ab. Und dann noch für mich ein sehr wichtiger Punkt ist ein Schnurzähler, den ich mir beim Aufspulen von der Schnur am Blank festmache und dann im Endeffekt während dem Aufspulen immer genau erkennen kann, wie viel Meter Schnur ich jetzt schon auf der Rolle drauf habe. Denn das ist nämlich auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Auf jeder Rolle steht entweder auf dem Karton oder halt wie hier auf dem Body stehen die Schnurangaben drauf. Und man sollte die Rollen halt wirklich nicht zu voll machen, denn gerade wenn man wirft oder halt wenn man zum Beispiel mit dem Boot ablegt, macht man dann den Bügel auf und die Schnur springt halt einfach runter, weil viel zu viel Schnur drauf ist. Deswegen der Schnurzähler für mich ein absolutes Must-Have, dass ich immer genau weiß, wie viel Schnur ist auf meiner Rolle drauf. Noch ein letztes Teil. Das braucht man jetzt nicht unbedingt, aber ich setze es einfach schon seit vielen Jahren sehr, sehr gerne an. Und immer, wenn ich in den USA bin, im Bass Pro Shop, kaufe ich mir das. Das gibt es auch beispielsweise bei Amazon kann man das auch bestellen. Das ist im Endeffekt ein Spray, was ich auf jegliche Art von Schnur drauf tun kann, um die Schnur langlebiger dann zu machen, um die Schnur vor UV-Einstrahlungen dann zu schützen und um die Schnur gerade, wenn ich weit werfen will, weicher damit zu machen, dass sie sauberer und schneller von der Rolle abspult. Und das ist im Endeffekt etwas, was ich immer mal wieder, während ich die Schnur auffülle, drauf sprühe und dann halt weiterkurbel, sodass die komplette Schnur auch im Kern mit diesem Spray, also mit dieser Flüssigkeit, benetzt ist. Und dann kann es im Endeffekt auch schon losgehen und dann habe ich meine Rolle perfekt bespult. Check it out. Okay.
Als nächstes gucken wir uns mal meine Tacklebox an. Meine Art der Angelei ist ja wirklich sehr viel in and out, heißt schnelle Nächte, wenige Stunden und, heißt, ich habe während der Saison, geht das ehrlicherweise immer alles zack, 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 und ich bilde relativ schnell Haufen. Haufen in der Form, wenn man sich das Chaos hier einmal anguckt, das ist so ungefähr alles das, was ich so über das vergangene Jahr angesammelt habe. Das sind Rigs, das sind Montagen, das ist alles, was einfach nur in einen Eimer reinfliegt. Und da habe ich halt während der Saison eigentlich immer relativ wenig Muße, das dann auseinander zu sortieren. Und deswegen sortiere ich nicht nur das Chaos, weil halt ganz ehrlich, da ist halt vieles dabei, auch wenn die Haken vielleicht stumpf sind, aber da sind Wirbel dabei, da ist Knetblei dabei und, also alles, was man dann auf jeden Fall recyceln sollte, weil warum neu kaufen und die Rigs wegschmeißen, wenn man sich mit ein bisschen Arbeit das halt alles wiederholen kann, und dementsprechend habe ich halt immer so einen Eimer, das schmeiße ich über die ganze Saison halt alles rein und dann wird es einmal im Jahr sortiert. Und natürlich, was dazu gehört, ist, wenn ich halt neue Sachen habe, sprich, dass man jetzt hier, habe ich eine neue Tacklebox bekommen, eine von den ganz neuen Nash-Boxen, die gucken wir uns jetzt mal an. Und dann würde ich sagen, bepacke ich die auch mal direkt, befülle sie direkt und tue mal alles so rein, was ich jetzt in der nächsten Zeit so brauche. Als allererstes zeige ich euch den Zaubertrick überhaupt, wie ich diese Box unsichtbar mache, nämlich mit Camo-Tape. Und ich mag es, der ein oder andere mag es nicht, ist einfach dann Geschmackssache, aber ich klebe immer schön oben alles Camo-mäßig drauf und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und das ist jetzt immer erstmal der allererste Schritt. Das mache ich natürlich nicht jedes Jahr, aber jetzt sieht dieses Jahr eben, weil es eine neue Tacklebox für mich ist. Aber gucken wir erstmal in meine alte Box rein, denn das ist im Endeffekt das, was ich halt jedes Jahr mache. Und das ist hier alles mit Wirbeln voll und da gucke ich halt immer einfach drüber, was fehlt, welche Wirbel habe ich dieses Jahr beispielsweise beziehungsweise im vergangenen Jahr viel genutzt. Das fülle ich auf und das sind dann im Endeffekt immer alles so Checks, die ich dann über die Saisonvorbereitung mache, wo ich halt dann einfach mit den jeweiligen Materialien gucke, dass ich die einfach wieder auffülle und das fliegt jetzt einfach alles direkt in die neue Tacklebox rein und dann bin ich wieder komplett einsatzbereit für das neue Jahr 2021. Das war ein kleiner Einblick in meine Saisonvorbereitung. Ich hoffe, für den einen oder anderen war etwas Neues dabei, war der eine oder andere Tipp dabei. Der ein oder andere alte Hase wird sich mit Sicherheit denken, natürlich, das beherzige ich alles schon. Und dann kann man auch sagen, super, genau so muss es dann am Ende sein. Von daher hoffe ich und denke ich, es wird für jeden etwas dabei gewesen sein. Aber genug der Theorie. Jetzt machen wir im Winter Teil 2 weiter. Wir sind noch im ersten Teil des Winterangeln. Part 2 sind wir noch an dem kleinen Parkteich, an dem wir auch im Teil 1 waren. Und ich erkläre euch jetzt nochmal genauestens, wie ihr mit der kleinen Handgranate hier umgeht, dass ihr euch nicht damit die Reißzähne oder die Fingernägel flexen könnt, sondern wie ihr die genau einsetzt, um den perfekten Haken zu bekommen. Aber, und dann kommen wir zu etwas, was ich so in meiner jahrelangen Winterangelei auch noch nicht erleben durfte. Wir haben dann das Gewässer gewechselt und was da bei dem kalten Wasser abging, der absolute Wahnsinn. Und auch das zeige ich euch jetzt. Ganz, ganz viel Spaß.
kommen wir jetzt zu meinem Rig. Ich bin im Winter ein absoluter Chod-Rig-Fan. Ich angel das Chod-Rig grundsätzlich sowieso recht häufig, weil es einfach meine liebste Pop-Up-Präsentation ist. Ich kann sie immer und überall über jedem Grund fischen. Sie liegt immer sauber. Ich bin super schnell dann halt eben im Rennen, weil ich halt nicht gucken muss, wie ist der Untergrund, aber, und das ist halt im Endeffekt der absolute Winterhack für mich an dem Chod-Rig. Gerade im Winter, wo überall das abgestorbene Laub auf dem Boden liegt, wo eigentlich fast nirgendwo wir noch sauberen Boden haben. Und da weiß ich einfach, mit einem Chod-Rig liege ich immer zu 100% sauber. So, und das ist halt im Endeffekt genau das, warum das Chod-Rig für mich im Winter das absolute Rig Nummer 1 ist. Grundsätzlich, wenn ich halt auch Bodenköder einsetze, ist es mir halt im Winter wichtig, dass ich sehr, sehr kurze Rigs fische, weil dann die Fische sind sehr langsam, sie nehmen sehr vorsichtig Nahrung auf, weil sie halt einfach nicht viel Nahrung aufnehmen und auch nicht aggressiv halt danach suchen, sondern immer mal hier ein Snack, da ein Snack. Und bei einem kurzen Rig ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel, viel höher, dass der Fisch, wenn er halt langsam Nahrung aufnimmt, sich hakt. Und als Köder nehme ich halt im Endeffekt, setze ich halt dann auf sehr helle Pop-Ups, in dem Fall ein weißer Citrus-Pop-Up, und dann gebe ich dort immer noch schon mehrere Wochen vorher immer halt ein schönes Citrus-Liquid drauf, dass die Boilies richtig einziehen und ich dadurch halt auch, wenn ich mal halt wirklich einen Single-Hook Baitfische, also sprich, wenn das Wasser jetzt wirklich ganz, ganz kalt wird und ich komplett auf das Beifutter dann verzichte, weiß ich einfach, ich habe einen hochattraktiven einzelnen Hakenköder, und mit dem Chod-Rig kann ich einfach, wenn sich irgendwo halt ein Fisch zeigt und ich weiß, ich werfe jetzt da einfach hin und ich weiß nicht, wie es unten am Boden aussieht, dann bin ich immer safe mit einem hochattraktiven Hakenköder, und dem Chod-Rig kann im Winter nichts schief gehen. Ich habe noch zwei absolute Winterhacks für euch, und der erste ist gleichzeitig etwas, was man eigentlich aufs ganze Jahr mit übernehmen kann, aber gerade im Winter, wenn die Fische halt so vorsichtig fressen, weil sie halt einfach sich im Ganzen sehr langsam bewegen, ist für mich ein ultrascharfer Haken ein absolutes Must-Have. Und ich werde sehr häufig von euch gefragt, wie ich meine Haken schleife, und ich habe jetzt seit letztem Jahr, ja, ich sag mal, eigentlich ein Game Changer, weil ich denke, wir alle schleifen unsere Haken schon seit längerem oder die meisten per Hand. Das funktioniert wunderbar, und das funktioniert auch weiterhin wunderbar. Aber gerade wenn ich angeln bin, soll es sehr schnell gehen. Heißt im Endeffekt, dann ich fange einen Fisch, mache die Route neu, und dann habe ich halt selten Lust, halt neue Rigs fertig zu machen. Und deswegen schleife ich meine Haken, die schon am Rig waren, wo ich gerade den Fisch drauf gefangen habe, immer nach, so dass ich sie direkt wieder aktivieren kann und weiter geht's. Und das funktioniert mit der Feile natürlich wunderbar. Allerdings, gerade wenn es Nacht ist und es teilweise kalt ist, wie halt jetzt im Winter, ist es halt doch sehr, dass man sich überwinden muss, aber es dauert auch einfach deutlich, deutlich länger. Und der Game Changer ist im Endeffekt für mich absolut der Hook Doctor, und den setze ich jetzt, wie gesagt, schon seit über einem Jahr ein und möchte euch jetzt mal zeigen, wie das damit funktioniert und wie schnell ihr vor allen Dingen eure Haken richtig scharf bekommt. Wichtig ist, ihr habt vorne eine einzige Taste, Links-Rechts-Drehfunktion, was den Schleifstein in die eine wie in die andere Richtung drehen lässt. Ich habe euch jetzt schon mal den nächsten Vorteil dann gezeigt. Heißt, ihr könnt die Kappe abmachen, wenn ihr beispielsweise auch Drillinge, große Haken schleifen wollt. Kappe ab, funktioniert alles wunderbar. Aber kommen wir zu unserem Kerngeschäft zurück. Eine Taste, Links-Dreh, Rechts-Dreh, je nachdem, ob ihr Links- oder Rechtshändler seid. Und dann ist es immer wichtig, dass ihr den Schleifstein zur Hakenspitze drehen lasst. Und dann haltet ihr im Endeffekt mit
der kleinen Hilfe hier, die könnt ihr auch noch verlängern, je nachdem wie der besser für euch in der Hand liegt. Und dann haltet ihr einfach nur den Haken ganz vorsichtig. Ihr setzt immer so am Widerhaken an und ohne großen Druck zieht ihr dann einfach nach vorne sauber ab. Wenn der Haken neu ist, reicht es meistens, nur etwas Material oben wegzunehmen. Weil wichtig ist, Material, was ihr einmal abgenommen habt, ist weg. Klar. Dementsprechend würde ich jedes Mal nur so viel Material wegnehmen, bis der Haken wirklich wieder richtig scharf ist. Übertreibt es nicht, denn so könnt ihr einen Haken teilweise 5, 6, 7, 8 oder bis zu 10 Mal immer und immer wieder aktivieren und ihn immer und immer wieder scharf machen. Von daher lieber wenig dann am Anfang wegnehmen, desto langlebiger ist der Haken. Und dann könnt ihr irgendwann, wenn das oben nicht mehr ausreicht, könnt ihr an der oberen Fläche hier, könnt ihr dann den Haken mit den Seiten ebenfalls so ganz vorsichtig ohne Druck einfach auflegen. Dann einmal stoppen, dann drehen wir das Ganze. Wichtig ist, jetzt Schleifstein wieder in die andere Richtung drehen lassen. Und das gleiche Spiel machen wir jetzt hier oben ebenfalls wieder. Wichtig dabei ist, arbeitet mit ganz, ganz wenig Druck. Lasst den Haken und den Schleifstein mehr oder weniger von alleine arbeiten. Und dann kontrolliert das Ganze. Das könnt ihr natürlich gerne auch mit einer entsprechenden Lupe machen. Ich habe jetzt keine dabei, aber um es halt grob einzuschätzen, reicht es auch ohne Lupe. Und dann könnt ihr halt im Endeffekt immer so ganz vorsichtig vorne nachfühlen, wenn ihr nicht mit der Lupe arbeitet, wie viel Material müsst ihr noch wegnehmen. Das ist etwas, was man einfach ein bisschen selber dann halt herausfinden muss. Und irgendwann habt ihr das Feeling dann halt dafür. Und dann geht das wie von alleine. Wichtig ist noch, bitte, bitte macht nicht irgendwie dann so einen alten Nageltest oder irgendwie halt sowas. Damit macht ihr eure tolle Arbeit jedes Mal wieder kaputt. Macht es wirklich mit dem Finger ganz, ganz vorsichtig. Und dann habt ihr immer einen scharfen Haken und damit fangt ihr auch jeden perfekten Winterfisch perfekt gehakt. Der nächste Winter-Lifehack ist Abracadabra. Ein ganzer Eimer voller feinster, frischer Maden. Ist mit Sicherheit kein Geheimnis mehr, aber viele nutzen es halt einfach nicht. Ne? Also es ist durchaus so, dass das ja viel kommuniziert wird, aber dann die wenigsten setzen es halt wirklich ein. Das hat natürlich auch viel dann damit zu tun, dass man an vielen Gewässern damit Weißfischen zu kämpfen hat und. Und es wäre mit Sicherheit jetzt auch keine Präsentation, die ich jetzt unbedingt an einem See einsetzen würde, wo ich halt sehr, sehr viele Weißfische habe. Aber wie jetzt hier, wo wir halt tagsüber angeln gehen, ist es einfach wirklich etwas, weil es läuft gerade irgendwie etwas schleppend. Ich werde jetzt gleich nochmal meine Routen umlegen, aber ich werde vor allen Dingen auf mein Shotrig oben auf den Pop-Up mit einem Maggot-Clip nochmal so ein paar Maden aufziehen, dass das Ganze halt nochmal für den Karpfen reizvoller ist, weil die Maden oben halt die ganze Zeit so schön wie so eine Medusa dann halt die Karpfen bezürzt, hoffentlich. Und das werde ich jetzt im Endeffekt direkt mal an die Routen machen und ich kann euch wirklich nur halt sagen, wenn es im Winter zäh läuft, probiert wirklich mal Maden auf. Absolut ein richtig, richtig geiler Winterköder.
Eiskalte Hände, komplett verklatschtes Gesicht, keine Sekunde in der Nacht geschlafen. Nein, wir haben nicht Hochsommer, wir haben 2 Tage vor Heiligabend. Es ist Winter, wir haben 4 Grad Wassertemperatur und mein Kumpel Simon und ich, wir sind nachdem an dem Parkteich, wo ich euch ja meine Wintertaktik erklärt habe, leider nichts ging. Hat mich persönlich sehr gewundert, aber ist halt Angeln und ist vor allen Dingen Winterangeln. Dann sind Simon und ich einen Tag später zusammen an einen großen Baggersee, haben uns an eine Stelle gesetzt, von der wir Totholz erreichen können, weil ich schon die Winter davor dort immer Fische finden konnte und auch fangen konnte, aber immer nur mal den einen oder anderen. Und Simon und ich haben jetzt in der ersten Nacht 7 Fische zwischen uns beiden gehabt. Absolute Wahnsinn. Und ich habe 2 richtig schöne, die jetzt gerade eben noch kurz vom ersten Licht dann gebissen haben. Und der Simon zeigt euch dann, den er gerade 1 Minute bevor wir angefangen haben, rausgeholt hat. Ein mega Fisch, aber den zeigt er euch gleich. Und hier ist mein erster, den ich euch zeigen möchte, in voller Winterpracht, ein richtig, richtig schöner Spiegler. Das ist Winterangeln, so macht Winterangeln Spaß, auch wenn es an den Händen wehtut. Wahnsinnigen Schuppi an. Ich habe schon alles eingepackt, letzte Rute lag noch im Wasser und auf einmal geht die los. Wir haben den 22.12. und das ist ein 22 Kilo Schuppi aus 5,5 Grad warmem Winterwasser. Ist der absolute Hammer. Boah, ich bin so happy, Leute. Das ist ein Jahresabschluss. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Das ist Winterangeln. Und das war's für dieses Jahr. Der absolute Wahnsinn, oder? Wenn ich die Bilder sehe, kann ich mich immer noch direkt in die Situation wieder hineinversetzen. Und was war das bitte für ein grandioser Winter? Und mit den tollen Fängen sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Ich hoffe,
Ihr konntet einige Informationen mitnehmen, auch wenn das für den einen oder anderen natürlich vielleicht hoffentlich nichts Neues war, denn genau darum geht es. So habe ich mir aber auch zusammen mit Kolja einfach ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass InstaLive Informationen transportieren soll und auch für Einsteiger da sein soll. Und deswegen haben wir auch den schönen Einblick in meine Saisonvorbereitung dann gemacht und dann jetzt im Winterteil 2 gab es dann auch richtig, richtig viele schöne Fische und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir und vor allen Dingen hat es mir einen Riesenspaß gemacht, diese Folge wieder für euch zu präsentieren. Aber, und jetzt kommen wir noch zu dem neuen großen Teil der Insta-Live-Folgen zum Gewinnspiel. Und diesen Monat habe ich für euch etwas ganz Besonderes. Ich habe Waterboxen für euch dabei und die Waterboxen gucken wir uns jetzt mal an. Ich weiß gar nicht genau, wo sie sind. Ha, hier kommen sie ja schon. Und hier ist die nächste. Also, wir haben für euch eine Waterbox 140 und eine Waterbox 120. Die 140er gucken wir uns jetzt gleich direkt mal an. Warum Waterboxen? Ups. Warum Waterboxen? Waterboxen einfach, weil sie gehören zum Winterangeln dazu. Es ist kalt, es ist nass. Also alles Wichtige in Waterboxen. Absolut 100% wasserdicht rein. Und neben der Waterbox habe ich euch natürlich noch, damit ihr eure Tacklebox oder eure Routengriffe, was auch immer, in einem schönen, geilen Camo machen könnt, packe ich euch noch einmal Camo-Tape mit dabei. Und dann, so oft werde ich angeschrieben, wo es die Nesh-Sticker gibt. Und jeder, der auf den deutschen Messen war, weiß, es gibt sie nur am Nesh-Stand, nur bei Messen. Dieses Jahr fallen die Messen leider aus. Von daher packe ich jetzt euch einfach auch jetzt und zukünftig immer in die Gewinne ein paar Sticker mit rein. Und damit ihr auch ein paar richtig schöne Winterkarpfen fangen könnt, gibt es ein komplettes Citrus-Pack. Alles für eine komplette Session ist hier drin. Und was ihr dafür tun müsst, ist, wie schon in dem ersten Teil des Winterangelns kommentiert, dieses Video kommentiert es, was ihr mit dem Camo-Tape machen würdet, wo ihr es einsetzen würdet, was ihr damit quasi unsichtbar machen würdet und was ihr aus diesem Video mitgenommen habt. Kommentiert es unten, liked das Video und dann gehört einem von euch dieses große Gesamtpaket, wo ihr alles dabei habt zum Winterangeln. Damit sind wir am Ende der 5. Folge Insta Live. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und dass wir jetzt schon die 5. Folge haben. Es macht mir einen Riesenspaß. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran. Wer noch nicht alle Folgen dann gesehen habt, swipet einfach mal zurück im Nesh-Kanal. Guckt euch einfach mal alle Folgen an und bis dahin ganz, ganz viel Spaß am Wasser. Hoffentlich wird es langsam ein bisschen wärmer und wenn nicht, wendet einfach jeden Wintertipp an und dann funktioniert das Karpfenangeln auch bei kaltem Wasser. Macht's gut, bleibt gesund, euer Jan.